Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu der Sendung Tele Blocher. Wir haben es gehört, vor zwei Wochen ist es, glaube ich, her gewesen, sind Sie wieder mal in Asien gewesen, Shanghai. Wenn man dort ist, am anderen Teil der Welt, wie sieht denn die Welt, wo wir drin sind, aus? Ja, es ist ja immer gleich. Wenn man zurückkommt aus den asiatischen Staaten, hat man das Gefühl, in Europa töten es. Also ist gar nichts los? Ja, nein. Man hat das Gefühl, es geht abwärts und dort geht es aufwärts. Man sieht schon äußerlich, es hat einen Haufen junge Leute. Also wenn sie nach Vietnam gehen, nach Korea, aber auch China. Ein Haufen junge Leute auf der Straße, das lebt. Und nicht nur bei den Leuten, auch Tiere und alles. Es ist alles immer wie eine Aufbruchsstimmung. Das ist natürlich, weil sie aus der Armut rauskommen und aus der Armut raus merkt man, es fängt an zu leben. Und bei einer gesättigten Gesellschaft, wie wir das hier im Westen haben, ist ja nicht mehr viel Neues möglich, oder? Weil man dort konsolidieren, sagt man dem. Also man dort das Heben, dass es so ist. Und ist ja gut. Es geht natürlich auch wirtschaftlich alles besser. Also die Leute haben es besser. Und wenn du alle in die Schweiz, oder? Aber das ist immer der erste Eindruck, den man hat. Und der zweite Eindruck, wenn man in diesen Ländern, da muss man jetzt aber bereits raus, aus der Stadt raus, aufs Land kommt, ist natürlich eine unglaubliche Armut noch vorhanden. Oder? Wo einem ein bisschen beelendet. Aber das sind die ganz schönen Gegenden hier, die Landschaften, wo man in der Regel ja nicht so hingeht. Und es ist schon erstaunlich, wenn man jetzt ein bisschen einen Sprung macht. Wenn man mich gefragt hätte vor 20 Jahren, wer ist die Weltmacht eigentlich auf der Welt? Hätte ich gesagt, also unbestritten, das ist ja USA. Vor 30 Jahren hätte ich es noch bestimmter gesagt. Nach dem Krieg ist ja die USA die grosse Weltmacht geworden und hat eigentlich England abgelöst. England war ja eigentlich die wichtige Macht auf der Welt. Also auch Kolonialmacht und so, das haben die dann alles verloren nach dem Krieg. Und Amerika war das Nummer 1 gewesen. Aber heute, Russland kommt wieder, ganz stark. China, natürlich hängt das mit dem wirtschaftlichen Aufschwung nehmen. Die sind ja gesellschaftspolitisch sind die immer noch Kommunisten. Aber Kommunismus nach chinesischer Prägung in der Wirtschaft, wenn sie ja die freie Marktwirtschaft zulassen, ob man das auf die Länge kann beides, das ist eine andere Frage. Aber da sind sie wichtig und führend. China ist heute der Autoproduzent Nummer 1 auf der Welt. Hat also Japan geschlagen und die USA auch geschlagen. Die grossen Automessen sind heute in China. Also meine Tochter, die Thames-Chemie führt, Frau Martullo, die muss heute an die Automessen auf China. Weil das sind die grössten, oder? Und die kommen auch und die sind auch nicht zu unterschätzen als Weltmacht. Langsam. Die Asiaten haben immer Zeit. Die denken die anderen Zeiträume als wir im Westen. Aber mal schauen, wie sich die aufrüstet. Schlussendlich ist ja die militärische Macht. Und Russland eben auch. Und Russland geht ja voran. Indien ist der dritte. Also Amerika, seit dem Obama, spielt nicht mehr die wichtige Rolle, hängt auch militärisch zusammen. Amerika hat die grossen Kriege, die sie da geführt hat, nicht erfolgreich geführt. Also Irak, nach dem Dings, nach Afghanistan. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Korea sogar, ja. Vietnam, Afghanistan. Die Kuwait-Krise hat sie erfolgreich gemacht, indem sie also der erste Krieg, ja, rausgetut, ja. Aber im Irak. Ja, ja. Im Irak kein Erfolg gehabt, oder? Das ist Libyen immer noch halb noch, ein ja. Bisschen. Jetzt Libyen, Syrien und so weiter. Aber Russland hat Krim zurückgeholt. Und da muss man sehen, Russland denkt anders als wir. Die Russen, nicht nur die Regierung, sondern die Russen, die denken gebietsmässig. Die sind auch noch tief gekränkt, dass ihnen das kommunistische, sozialistische Konzept verheit ist. Die haben ja Konkurs gemacht. Darum ist im 89 alles geändert und geändert worden.
Und das schmerzt ihn noch. Und der Westen hat es dann auch spüren lassen. Das ist ein grosser Fehler. Man sollte nie die, die eine Niederlage haben, fest demütigen. Das vergessen die nie. Und darum, was hat Russland gemacht? Ein Teil von ihrem früheren Territorium, Krim, wieder erobert. Und zwar ohne, dass sie einen Schuss abgegeben haben. Dann haben die Soldaten einmarschieren lassen und den falschen Button und so weiter. Und dann einfach. Und der Westen hat das müssen zuschauen. Sie haben dann Sanktionen gemacht gegen Russland. Die heben immer noch an, aber die sind nie erfolgreich gewesen. Und dann um Russland herum eine ganze Reihe von den früheren Staaten, wo Russland immer noch einen grossen Einfluss hat. Und jetzt in Russland spielt eine grosse Rolle in Syrien, in Libyen. Und Amerika hält sich draussen, was ja vielleicht auch recht ist, aber auch vielleicht nicht recht ist. Auf jeden Fall, dort gehen die voran. Und jetzt deutschen sie zusammen mit den Chinesen, oder? Mit den Chinesen lassen die Leute nicht so nahe an sich ran. Man muss immer sehen, in der Weltgeschichte, die Chinesen sind eigentlich wenig expansiv gewesen, weit außerhalb von China. Also von Europa sind sie nie gekommen. Die haben nicht die Fehler gemacht wie der Hitler und Napoleon, wo gesagt haben, wir erobern jetzt Russland. Das ist ja nie nichts gelungen. Und, aber die sind nicht zu unterschätzen. Und das ist in der Welt wichtig. Und jetzt habe ich die Weltmächte aufgezählt. Europa ist eine, also die EU ist eine Kenne. Die ist wirtschaftlich zwar stark, da ist sie, aber sie ist als Macht, sie ist ja natürlich auch noch kein Staat wirklich, ist sie eine Kenne. Aber das sind heute Rivalitäten, die wir haben. Und wo das durchläuft, wissen wir nicht so genau. Ja, und dann, was ich noch ein bisschen vergessen habe, vielleicht, oder, ja, ist der islamische Raum, der natürlich auch noch wächst. Ja, gut, das kommt, die sind nicht eine Weltmacht, ja, ja, aber das ist ein ganz grosses, Weltreligion, ja. Ja, ja, und ein ganz grosses Gefahrenpotenzial. Weil die sind jetzt auf Expansion aus, und zwar eine religiöse Expansion. Mit einer Mission, die ja. Die wollen den Leuten den Islam bringen. Und die wollen, dass die Rechtsordnung Scharia ist, also eine islamische Rechtsordnung. Und da ist die Frage, ist der Westen dem gewachsen? Und der Westen meint jetzt, ja, dass man denen möglichst nachgibt und tolerant ist und dass sie nebeneinander leben kann. Die sind so absolutistisch, die wollen das nicht. Die wollen entweder das eine oder das andere. Und das ist sehr gefährlich. Also, da bin ich der Meinung, der Westen sollte klar Grenzen aufzeigen. Muss ja nicht verfolgen. Aber sagen, da bestimmen wir. Und wir sind ein christlich-humanistisches Abendland, das da Sagen hat. Und die morgenländische Kultur, die so weit islamisch ist, die müssen dort können die machen und auch unser Recht machen, aber wenn ihr da sind, müsst ihr unser Recht einhalten. Und da muss man kleinlich sein. Man muss bei den kleinsten Sachen sagen, lasst das gar nicht. Also zum Beispiel ein Detail, wenn man in der Schule den Lehrer in die Hand gibt und das alle Schüler mitmachen, kann nicht der Vater die Heiz zu den Dingen sagen zum Schüler. Wir machen das nicht. Wir also wir sind im Kanton Basel auch. Frauen ja, nicht grüssen. Ja, ja. Sondern dem muss man sagen, hören Sie, das verlangen wir. Und sonst müssen wir euch von der Schule weisen. Jetzt haben Sie vorhin noch etwas Interessantes gesagt. Ich wollte nicht unterbrechen. Sie haben gesagt, eben, China geht immer noch aufwärts. Jetzt hat man auch wieder, Sie sind in Shanghai, glaube ich, jetzt haben wir gehört, dass der Boom sei ein bisschen gesättigt. Ja, ja, gut. Oder ist das nur... Nein, wirklich. Statt 10% Wachstum haben die noch 7%. Ja, also so, also oder? Ja, ja, ja. Für uns immer noch enorm, aber weniger. Und China kommt natürlich, muss jetzt sehen, der Aufschwung hat angefangen, 80er Jahren angefangen, also vor über 30 Jahren. Ja, wo Sie ja hautnah dabei waren. Ja, ja, und ich auch, wo wir unsere grossen Geschäftstätigkeiten aufgenommen haben, für ein absolut tief unten Entwicklungsland. Und das hat sich so stark entwickelt, oder? In diesen jetzt doch 37 Jahren. Und jetzt kommen die als gleichen Ort an, wie
Industrieländer auch. Die Löhne sind enorm gestiegen, die Kosten sind gestiegen. China gilt bereits nicht mehr als ein extrem billiges Land. Weil da gehen bereits Firmen, die dort sind, schon wieder in billigere Länder, nach Vietnam und Länder, die kommen. Thailand habe ich jetzt einen gesehen, der gegangen ist, weil dort das Kostenniveau noch tiefer ist. Und da haben wir jetzt halt die alten Probleme. Das Wachstum werden die nie können aufrechterhalten können. Ist ja auch klar, wenn sie bei Null anfangen, ist natürlich einfacher, 10% oder 20% wachsen, als wenn sie da oben sind. Das muss man immer heute in der Schweiz sagen. Wenn sie immer sagen, Wachstum, Wachstum, man muss ja schauen, was für ein Wachstum denn? Und ist das überhaupt noch nötig? Und ist das mit faulen Kredit oder weiß ich was? Und China hat jetzt eben die Probleme, dann ist ein Problem Korruption, das kennen wir ja. Das ist halt beim zentralistisch-kommunistischen System, das sind Staatshandelsländer, die sind halt immer korrupt. Das ist halt das Problem, weil klar, die sind da oben wenige, die entscheiden und die wissen, wir müssen entscheiden, wenn wir ja immer einen Nutzen bringen. Und der kommt halt, was schaffe ich da für einen Vorteil? Ja, die Käuflichkeit. Ja. Ja, die Käuflichkeit, die ist halt in den Staatshandelsländern am grössten. Mhm. Oder dort, wo das nicht ist, da sind dann Haufen, wo ja, gibt es auch Korruption, aber viel weniger. Weil erstens der private Eigentümer schaut natürlich selber, dass seine Leute nicht geschmiert werden. Weil das ist der Nachteil von ihm. Und zweitens, alles ist pulverisiert gemacht. Und dann ist es auch gar nicht interessant, einen zu schmieren, weil nicht einen allein entscheidet, oder? Jetzt haben Sie einmal gesagt in einer anderen Sendung, vor einem Jahr einmal, wo wir ausführlich über China geredet haben, Sie sind ja eigentlich ein Pionier vom Westen mit der EMS in China. Dass schon wieder viele Firmen aus China rausgehen. Ja. Oder vielleicht ist der Zeitpunkt heute schon vorbei, ist, wo man nach China exportiert. Ja, das gilt nicht für alle Firmen. Also wir haben ja dort mal ein typisches Konzept gehabt, ein ausarmes Land. Viele Leute und jetzt gehen die auf. Also die gehen von der verstaatlichten Wirtschaft weg, richtig freie Wirtschaft, weil sie gemerkt haben, wir haben keinen Erfolg mit der Staatswirtschaft. Und dann wollen die Leute besser leben und kaufen. Und was wollen sie zuerst? Sie wollen mehr zu essen, wenn sie knapp gehalten werden. Und zweitens, sie wollen sich anlegen. Dann tut es mal nur ein Schöpfchen und ein paar Hosen aus Baumwolle. Und wenn nur 1,3 Milliarden Chinesen ein zweites Schöpfchen wollen und ein zweites Paar Hosen, dann gibt das natürlich eine enorme Textilnachfrage. Und dann haben wir hier Synthesefaseranlagen gebaut, weil wir in Ems gleichzeitig wollen, raus aus dem Gebiet. Weil wir gesehen haben, in Europa ist keine Chance mehr für die Massentextilien. Weil da schon sind Hemden für 30 Rappen, 80 Rappen für einen Franken in Asien gegeben. Und der ganze Westen ist ja auch überschwemmt worden mit Textilien, auch heute noch. Made in China und so, können sie kaufen, oder? Wenn sie nur mal schauen, wenn sie angeschrieben sind, die Massentextilien sind made in China. Darum haben wir das denen verkauft. Aber für die Chinesen, die Eigentümer von diesen Fabriken waren nicht wir, sondern die Chinesen. Wir haben sie einen Schlüssel fertig übergeben, das Produkt garantiert und wir haben sie auch in ihm ausgebildet. Und mit dem haben wir umgestellt auf Produkte, die man eben in der Schweiz, in Europa machen kann. Und das sind hochtechnische, also Kunststoff mit hohen Anforderungen. Hitz, lärmdämpfend, säurebeständig und so weiter. Und die gehen auch in die Autoindustrie, die Elektronikindustrie und so weiter. Die haben wir aber zuerst entwickeln. Von dem lebt heute EMS. Und EMS hat jetzt eigene Fabriken, die ihr gehört, in China. Weil die Autoindustrie, habe ich gesagt, ist heute das Nummer eins. Und sie müssen als Zulieferer von der Autoindustrie müssen sie in die Nähe von diesen Fabriken. Das wollen die. Und das sind ja meistens westliche Fabriken, die dort
die Auto produzieren. Also VW zum nicht Beispiel, glaube ich. VW ist einer der ersten gewesen, VW, Mercedes, die Japaner, heute sind alle dort. Und die sagen, hört, ihr seid ein wichtiger Lieferant von uns, aber ihr müsst in die Nähe kommen. Und die Chinesen verlangen das auch. Die sagen, wir wollen das möglichst viel da produzieren, weil es natürlich viele Leute haben, die es müssen beschäftigen, begreifen. Jetzt noch ein Thema zur Autoindustrie, gehen wir gerade ein bisschen von China weg. Ist immer noch da die Glaubensfrage im Moment, das Elektromobil, setzt sich das durch? Ja, ich glaube schon, auf die Länge schon. Also der Tesla ist ja der Klassiker. Ja, ja. Ich kann nicht sagen, ob der Typ sich durchsetzt. Es wird dann vermischt mit Elektromobil und mit selbstgesteuerten Auto, oder? Wo man gar keinen Fahrer mehr hat und so weiter. Meinen Sie, das kommt wirklich mal? Ja, es wird sicher kommen, ob das Ganze so kommt, dass man überhaupt keinen einzigen Fahrer mehr vorne drin hat. Das glaube ich nicht. Aber es gibt ja auch eine Zwischenform. Ja. Aber alles fängt ja ein bisschen an, oder? Wenn Sie die ersten Autos anschauen, die es gegeben hat. Hat auch niemand gedacht, dass das mal so ein Auto ist, wie es heute der Fall ist. Das bleibt. Aber ich glaube, auch das Auto wird immer eine Zukunft haben. Man sagt ja, nein, es hat keine Zukunft, es ist nur noch der Zug. Das glaube ich nicht. Das Individuelle, selber etwas zu haben, wo man kann steuern und beweglich ist, das bleibt. Aber namentlich in den vollgestopften Ländern, also China ist ja ein Beispiel, da ist ja, wenn alle ein Auto haben dort, weiss ich nicht, wie die da umeinander fahren können, aber sie fahren auch selber und in der Städten, das ist unglaublich, wie die lange warten und stehen, aber sie wollen nicht selber fahren, sie wollen einfach selber fahren. Aber die Mobilität nimmt natürlich auch zu, oder? Früher sind die Leute am gleichen Ort gewohnt und am gleichen Ort gearbeitet. Und heute wohnt man kreuz und quer und arbeitet an verschiedenen Orten. Und da braucht es ja bewegliche Mittel. Also das Auto wird bleiben, aber es wird anders kommen. Und ich glaube auch, dass der Benzinmotor mit der Zeit ersetzt wird. Und aber dann braucht es auch Elektrizität. Oder? Wir machen natürlich Verrückte. Wir sagen, wir müssen Energie sparen. Dabei wollen wir alle elektrische Autos. Wenn sie dann die Elektrizität sparen, wenn sie Batterien füllen müssen. Oder? Also man tut immer an einem anderen noch. Man sagt, Atomkraftwerke abstellen. Und dann zeigt uns, dass das geht. Aber wir müssen jetzt Kohlekraftwerke wieder in Betrieb nehmen. Die werden jetzt wieder mit Kohle produzieren. Und das gibt enorm CO2. Und dann sagen wir, aber den CO2-Gehalt sollte man endlich senken. Oder? Es ist alles so unkoordiniert. Und, aber der Trend zu Elektromobil, das glaube ich, das ist einer, der kommt. Wie früher. Und ob der ausschließlich ist, das kann ich auch nicht sagen. Ganz am Schluss noch, Amerika haben Sie angetönt, sind ja jetzt gerade die Wahlen. Wir berichten dann nächste Woche darüber, wer gewinnt, höchstwahrscheinlich von Clinton. Amerika ist wirklich im Niedergang. Die sind ja immer im Niedergang und kommen ja dann irgendwie wieder, oder? Das ist ja der Vorteil von den Amerikanern, wenn sie dann unten sind. Ich habe das gesehen, in der Zeit vor dem Präsident Reagan, da war Amerika so am Boden gewesen. Und ich dort war, und ich dachte am Morgen, da die Besoffenen in den Anlagen und die verarmten Leute und so, das ist ja furchtbar. Das ist ja wie ein Entwicklungsland. Und ein Jahr später ist das alles wieder ein Aufschwung. Und das können sie dann wieder, oder? Aber einfach von außen betrachtet, ich meine, das ist ja nur oberflächlich, aber schon die Art Auseinandersetzung zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten ist ja auf einem Niveau. Also da sind die schweizerischen Wahlgänge direkt hochzivilisiert. Und das Zweite ist, es ist halt für uns natürlich sehr schwer zu sehen, was wir da sollen machen, weil das ist so ein anderes Land. Und das ist eine völlig andere Kultur natürlich. Das Wahlsystem und das Geld, das da so eine grosse Rolle spielt. Aber es ist schon auf einem unglaublich tiefen Niveau. Haben Sie es ein bisschen verfolgt, oder? Ja, so ein bisschen am Rand. Ja. Ich meine, wenn aber
gestern hat mir das ein paar sehr gut gesagt, wo in Connecticut wohnt. Und das ist vor New York, so ein kleiner Staat. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, folgen einem ja alle, wer würden Sie wählen? Sage ich nur, ich bin froh, muss ich nicht wählen. Und wenn ich müsste wählen, hätte ich mich viel tiefer müssen befassen. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, was der Hauptnachteil ist vom Trump? Der wird vielleicht noch sagen, dass Clinton gewählt wird. Also das ist auch klar, das heißt, ja, die kannst du ja nicht wählen. Also so wie ich das Gefühl habe, so die Mehrheit, auch die sie noch wählen, haben kein Vertrauen in sie und trauen ihnen vor allem nicht. Es ist unglaubliches Misstrauen gegen sie. Und beim Trump haben sie das Gefühl, er sei nicht fähig. So ein explosiver Typ da, der sei nicht fähig. Und das ist ja eine unglaubliche Wahl. Gut, wir haben das manchmal auch im Westen, also in der Schweiz, dass man manchmal jemanden muss wählen muss, damit nicht ein anderer gewählt wird, oder? Das ist ja nie gut. Ja, der will ich lieber auch nicht, aber den muss ich, denke ich, wählen. Sonst wird noch der andere. Und das sind natürlich keine guten Voraussetzungen, wenn man nicht stärkere Personen hat. Und es zeigt sich dort aber auch, es ist ein unglaubliches Misstrauen gegen die Parteien, gegen die bisherigen. Ja, gegen die politische Klasse. Ja, so. Das ist doch da. Überhaupt, dass der Trump so weit gekommen ist, ist doch ein Zeichen. Aber auch, dass die anderen auch niemand anders haben als Frau Clinton, ist ja auch komisch, oder? Also, sind wir gespannt. Nächste Woche wissen wir es. Da war Dele Blocher wieder einmal mit einer kleinen globalen Übersicht. Freut mich, wenn Sie die nächste Woche dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis dann.